Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ihr seht richtig, ihr seht mich heute im Futoll. Ich mache ausnahmsweise heute mal den Futoll. Es ist irgendwie so ein Futoll-Kanal geworden, nur noch Futolls. Ja, genau, wir waren im Kaufland, wir haben fast 150 Euro bezahlt. Also, war ein bisschen übertrieben, aber ich muss sagen, wir hatten Hunger. Ja, toll, mein Akku. Aber ich habe, glaube ich, den anderen aufgeladen. Da kann ich den schnell wechseln, falls die Kamera ausgeht. So, dann zeige ich euch mal, was wir alles haben. Da hat mir auch schon alles hochgestellt. Einmal so ein Zitronengetränk. Das habe ich im Laden aufgemacht, weil ich voll Durst hatte. Ja, Wasser ist ausverkauft in solchen Teilen. Weil die Kleine trinkt ja auch immer mit. Ich weiß nicht, jeder kauft Wasser anscheinend, weil es das günstigste ist. Keine Ahnung. Pizza war nochmal im Angebot für 1,61, so viel ich weiß. Da haben wir gleich mehrere Salami, zweimal. Dann so eine Gemüsepizza. Eine Salami, Pepperoni. Scharfes. Hähnchenbrust. Jetzt kann ich euch die Preise gar nicht sagen, weil der Roy das meiste in den Wagen getan hat. Zweimal Hähnchenbrust. Auf Brot, dann für 79 Cent war das hier im Angebot. Ich weiß, das ist total ungesund, aber da ich abends immer Hunger kriege, so 21 Uhr, wenn ich meine Filme angucke oder so, wenn die Kleine einschläft und es schnell gehen muss, ja, esse ich halt sowas, damit ich was im Magen habe. So, die Hähnchenstreifen von, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir die mal mit. Mit süß-sauer Soße. Mir haben die nicht so geschmeckt, aber dem Roy haben sie richtig gut geschmeckt. Deswegen hat er die nochmal mitgenommen. 1,99 eine Packung. Blub für 1,11 Euro, glaube ich, war das im Angebot. Haben wir mitgenommen. Nochmal hier Schinken. Auch so hauchzart. Bratkartoffeln, fertiges. Mit Schinken und Zwiebeln. Auch wenn es schnell gehen muss. Dann habe ich für irgendein Mittagessen mal so Bio-Bohnen mitgenommen. Kann man ja mit Tomatensoße und Reis dazu und noch irgendwas reinschneiden. Die waren auch im Angebot. 1,64 glaube ich. Verschiedene Brötchen und Brezeln. Habe ich mal blaue Brötchen mitgenommen. Und wir haben auch mal ein bisschen Fleisch. Das mache ich heute. Schweinemedaillons für 4,53 Euro. Das ist ja noch okay. So eine große Platte hier kann man anbraten und Spätzle mit Soße. Petrella, was ist das? Mit Milch, mit Paprika oder was? Ja, hat der Roy auch. Achso, das war günstiger. 1,18 Euro nur noch, deswegen hat er was wahrscheinlich zum Probieren mal mitgenommen. Chicken Nuggets. Süß-saure Soße. Nochmal Schinken. Ofen gegrillt. Dann habe ich mir hier aus dieser, ich glaube, es war eine kroatische Ecke, so Bananen hier gegönnt. Und Roy hat sich Strebelachs mitgenommen. Der hat irgendein Rezept gesehen. Ich glaube bei Instagram oder doch bei Instagram. Dann möchte er nachkochen. Hähnchenbrust nochmal. Dann habe ich zweimal Spätzle, wie gesagt, für den Fleisch dazu. Habe ich mir so überlegt. Dann war Schweinefilet im Angebot für 3,69 Euro. Wow, also ihr wisst ja, die Preise habe ich euch ja im Live-Futoll gezeigt. Das war ja echt der Hammer. Und Fleisch und jetzt 3,69 ist dagegen sehr günstig. Können wir, ja, machen wir halt eine Fleischwoche, ne? Dann habe ich hier was Veggie. Ich mag nämlich, ich habe immer in diesen Currywurststückchen immer ein Knochen oder irgendwas Hartes drin, deswegen Veggie. Ja, da habe ich dann keine Angst, dass ich irgendeinen Knochen oder so passe. Das ist so eklig. Aber immer. Auch im Hotdog oder so oder im McChicken. Immer habe ich irgendwas Hartes drin. Ja, das esse ich dann ewig nicht mehr. Rohschinken. Vielleicht kennt ihr das Problem. Meine Schwester kennt das Problem auch. Ich habe immer so ein Glück. Fleischsalat war, glaube ich, auch in dem. Oder doch nicht? Ich dachte, das war in diesem billigen Kühlschrank. Nee, normales Fleischsalat. Dann für 1,69 Euro. Guck mal ganz kurz. Care Garden. Habe ich mich ja letztens beschwert, ne? 3,29 Euro für Butter, voll krass. Deswegen haben wir diesmal drei mitgenommen. Finde ich das? 1,77 Euro einmal Care Garden. Deswegen drei Stück, das hält ja.
ein bisschen was bei uns. So, jetzt muss ich erstmal die Kühlsachen in den Kühlschrank tun und dann sehen wir uns gleich. Und dann wechsle ich nochmal schnell den Akku. So, der Roy hat mir geholfen, alles wegzuräumen. Die nächste Tüte. Tomaten. Oh, mein Akku. So, jetzt ist der frische Akku drin. Tomaten XXL waren auch im Angebot, aber ich weiß nicht für wie viel. Weißt du noch den Preis von den Tomaten? 99 Cent. 99 Cent. Und und Erdbeeren? 2,99. 2,90. Die sehen richtig gut aus. Richtig saftig. Roy kocht im Hintergrund. Das Rezept, was ich euch gerade erzählt habe mit dem Lachs. Dann haben wir viermal so Zimtschnecken mitgenommen. Der Lachs geht nur. Karotten. Trauben. Eine Soße habe ich mitgenommen für die Spätzle. Ein polnischen Riegel gönne ich mir. Lukas mag den auch total mit Toffee. Wo sind die Nudeln? Spaghetti. Ah, jetzt kommen die Nudeln. Braucht der Papa. Dann habe ich Isolierband fürs Trampolin. Da ist nämlich dieses Pile-Up. Das habe ich euch im Blog jetzt gezeigt. Wieder dran kleben. Milchreis habe ich mitgenommen. Einmal dieses von Dr. Oetker. Und einmal dieses günstige. Kann man das ein bisschen mischen. Für Leonies Torte habe ich hier so Glatze heißt. Ja, so eine Glasur halt für die Torte. Das zeige ich euch dann, wie die Torte aussehen wird, wenn es sie mir gelingt. Gurken. Ich brauche mein Handy. Chili-Nudeln. Einmal. Dann mal wieder Maggi. Muss immer sein. Ketchup. Bist du hier, mein Schatz? Kommst du auf? Dann Zuckerstreusel, bunte Streusel für Leonies Torte. Und dann gab es mal nach langer, langer Zeit mal wieder rote Beete-Streifen in der polnischen Abteilung. Lecker. Wir lieben die ja. Gab es ja wohl ewig nicht. So, nächste Tüte. Ein bisschen Platz habe ich noch. Eier. Riesenbananen. Oh Mann, die sind richtig riesig. Guck mal. Ich sind die Förmchen für die Muffin. Ach, ich lege ich mal hin. Dann haben wir zweimal, oder ich glaube zweimal meine Milch mitgenommen, laktosefrei. Brötchen, so ein Dönerbrötchen, Brezel und ja, verschiedene Sachen halt. Wie immer. Ein Brot habe ich mitgenommen. Das ist was Neues für, ich glaube, 99 Cent hat es gekostet. In so einer Form muss man halt selber schneiden, weil da ist so ein Förmchen dabei, das konnte man nicht schneiden. Zweimal Börek, das hatten wir vorgestern, als ich mit Lukas da war. Tzatziki Gyros, das schmeckt so lecker. Das müssen wir unbedingt probieren. Dann Brot für die Schule, habe ich diesmal Dinkelschnitten mitgenommen für die Kinder. Und eine ganze Palette Milch, also 12 Mal. Und da hinten steht noch Eis, die für Lukas. So, eine Tüte wieder leer. Ich habe noch ein bisschen Platz. Mit der kleinen Tüte hier. Was ist hier noch drin? Also Nutella war im Angebot für 3,69. Einmal groß, aber großes Glas. Dann nochmal diese Bratkartoffeln, die ich euch gerade gezeigt habe. Dann habe ich mir mal hier so ein Orangensaft aus dem Kühlschrank mitgenommen für 1,50. Ganz kalt. Toastbrot war im Angebot für 99 Cent. Oh, total zerquetscht. Zweimal Tomatenmark zum Kochen. Dann diese leckeren Gurken für 1,49 €. Ey, wo bist du? 1,49 € habe ich schon gesagt. Nochmal Spaghetti. Jetzt muss ich nochmal wieder wegräumen. Wir hatten ja noch Spinat. So, die letzte Tüte für heute. Nochmal Erdbeeren. Nicht so viel nehmen. Die eine Packung lasse ich gleich drauf, weil die sind hier ein bisschen zerquetscht worden. Aber die sehen richtig schön aus, die Erdbeeren. Okay, halt, ich hab doch nicht. Später gleich essen. Sahne, okay, hab ich verstanden. Leonie? Wo ist die Sahne? Wir brauchen unbedingt Kindersicherung für Türen. Die hat jetzt gelernt, die ganzen Türen auf und zu und auf und zu und so geht's den ganzen Abend, wenn sie schlafen soll. Okay. Grüne, gelb.
Also grün-gelbe Äpfel. Das gemischt ist. Zucchini war auch im Angebot. 21 Cent und 29 Cent, also günstig. Zwei Gurken. Hier nochmal so Rahmnudeln. Theo, die hast du bald. Ja, nochmal Ketchup. Dann Zucker zum Backen. Nochmal Toast, das 99 Cent gekostet hat. Nochmal Milchreis. Leonie, braucht der Papa. Er hat sich Cappuccino, Latte Macchiato. Hm. Latte Macchiato hat er sich mitgenommen. Und hier mal was anderes. Radieschen, die liegt gleich mal hin. So. Für 99 Cent waren diese Croissants im Angebot, die die Kinder gerne in die Schule mitnehmen. Nochmal meine, hier ist Sahne. Nochmal meine Milch, zweimal Schlagsahne. Habe ich euch alles gezeigt. So, das war's. Das waren 150 Euro. Ja, hoffentlich reicht's für eine Woche, ne? Au! Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Food Haul. Tschüss.